Okay, dann schauen wir weiter. Und ich würde mal sagen, wir gehen, eins Witze, ins Training noch rein. Denn wenn ich mich nicht ganz irre, kriegen wir, wenn wir das Training machen, hier und da, ja, Dankeschön, noch ein bisschen Ausrüstung. Vielleicht sogar das eine oder andere Gute. Noch einen weiteren Chip, um das zu boosten, irgendeine Waffe oder sonst irgendwas. Mal schauen. Mal schauen. Ah, okay, schon verstanden. Wenn sich natürlich bewegen, ist natürlich das Einfachste. Düdüdüdüdüdüm, das sind kleinere Gegner. Njung. Und die linke Waffe gibt's auch noch. Ah, okay. Schwertwaffe, schon verstanden. Okay, wenn sie taumeln, gibt's Bonusschaden. Wunderbar. Ja, und zack. Und zack, weg damit. Ich wollte gerade sagen, oh, es war jetzt ein bisschen ungünstig gemacht. Einen Moment, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Das wird mich nicht ganz so dumm anstellen. So, ab nach oben mit uns. Und Bingo. Okay, Raketenwerfer, das hatten wir bereits schon mal. Zwei zu zwei. Dann halt noch so, was soll's. Und Feuer frei, zack, 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 zack. Und den nächsten. Er sieht nicht so viel Schaden an. Komm, komm, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Mal durchlaufen. Mit Gewalt durchlaufen. Wir können jetzt quasi alles machen. Okay, alles klar. Und kommst du her? Ja, bingo, bingo, bingo. Raketen. Und bingo, bingo, bingo. Wupp, wupp. Zack, der nächste ist tot vom Fenster. Und wo bist du? Ein paar Raketen ab. Wunderbar. Das müsste theoretisch gewesen sein. Ah, noch nicht ganz. Okay. Dann schon angebracht, die Schilde können zur Minderung von Schaden führen. Okay. Ah, ich muss aktiv halten. Okay. Und du bist auch noch mit dabei. Was bist du? Der Schildenergie wird nach Aktivierung bis für ein bis zwei Sekunden maximiert. Wenn du diesen Zeit blockierst, nimmst du Schaden und HKS durch den Ausgleichsblock. Am minimalsten Schaden, okay? Ah. Und von hinten bist du natürlich komplett angreifbar. Bang, bang, bang. So schaut es nämlich aus. Okay, passt. Habe den Zweck vom Schild verstanden, aber bin kein Fan von Schild. Ja, halt. Ich wollte gerade sagen, Hallöchen. Bist du weggefallen? Du bist weggefallen. Und du, ich wollte gerade sagen, knapp vorbei ist auch daneben. Wunderbar. Haben wir's? Ja, wir haben's. Okay, gefällt mir. So quasi das, was wir die ganze Zeit eh gemacht haben. Wie wild und wie wahnsinnig durch die Gegend schießen. Was ist denn das, ein Jagdgewehr? Okay, nicht schlecht. Was bekommen wir denn sonst noch dazu? AC-Montage. Yep. Bauen wir uns irgendwas zusammen. Hallöchen, aber. Du hast was Großes dabei.
Doppelabzug. Okay. Das ist natürlich richtig genial. Meine Güte. Also sowas Leichtes zu haben, hat was. Ja, 2 MGs. Läuft, passt. Finde ich gut, finde ich so sehr gut. Wird doch die Art des nicht entstellten Boosters und des Kampfes stark bestimmt. Ah, verstehe, verstehe. Wenn man schnell genug ist, haut es natürlich recht gut hin. Dieser HC verfügt über einen Generator, der ihn kapazitiert, um einen umfangreichen Nutzung von Manövern in der Luft zu machen. Alles klar. Juhu! Dann hat er nämlich überhaupt keine Chance mehr. Verstehe, es hat schon seinen Vorteil, wenn man auch leicht gebaut ist. Man muss einfach nur dementsprechend schnell genug sein. Das im HCR gebaute LFS-Feuerleitsystem beeinflusst die Zielverfolgung. Dieser ist mit einem für den Nahkampf spezialisierten LFS ausgerüstet und kann Angriffe mit Waffen hoher Feuerkraft zuverlässig anbringen. Okay. Und wo geht's zum nächsten? Da drüben geht's zum nächsten. Juhu, Hallöchen aber auch. Hey, hey, hey. Nice. Achso, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Alles klar. Jetzt ist quasi Maximum gemacht. Ihr Kampfstil hängt von den schnellsten Technik ab. Das ist klar. Einmal so, einmal so. Ich wollte gerade sagen, Hallöchen. Solange ich nur über dir bin, passt es ja soweit. Drum. Wo ist der nächste? Und schon kann er sich nicht mehr bewegen, weil er nicht mehr weiß, wo er überhaupt hin soll. Finde ich jetzt nicht schlecht. Finde ich überhaupt nicht schlecht. Was kriegt man jetzt für eine schöne Waffe? Oh, Booster. Oh, nice. Okay, Booster ist genauso gut. Ein Chip für den Abort. Okay. Ein Generator. Ich meine, es wahrscheinlich vorhin sparen können beim Einkaufen. Okay, AC mit Rückgelenken. Rückgelenke? Was? Bitte wie? Rückgelenk, Beine ermöglichen kräftige Sprünge und nutzen die Beinstärke des Turbo Boosts. Ah, jetzt traf ich's. Okay. Mit diesen Bauteilen kannst du auch sehr hoch springen, ohne dabei Energie zu verbrauchen, was den Rückzug in der Luft und den Übergang zum Luftkampf erleichtert. Ah, solche hier. Oh, Hilfe, hey! Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, Flächenangriff. Ah, die geschossene Granatkanone an der linken Schulter des ACs verursachen Flächenschaden. Wunderbar. Muss immer noch nachladen, okay. Ah, okay. Der springt da schon mal hoch, bevor irgendwas ist. Waffentypen. Kinetisch explosiv oder Energiewaffen gibt es. Alles klar. Dann wärst du von AC und anderen Fahrzeugen gegen die Schadenstypen bestimmt die Empfindlichkeit oder widerstandsfähig. Okay, alles klar. Von Energiewaffe erzeugt Hitze und die Dauerfeuer damit zur Überhitzung. Eine Überhitzung der aktivierten Waffen vorübergehend, doch lässt man sie in Ruhe,
kühlen sie sich ab und ihre Funktionen sind wiederhergestellt. Achte dabei auf die Feuergeschwindigkeit. Okay. Kreisker. Gerade sagen. Ey, hallo? Go, 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 go. Und bumm, einmal nach unten. Da haben wir der nächste, da haben wir der nächste. Ach, haben wir schon wieder? Okay, die waren wieder hinüber. Bitte einmal starten. Ratatouille, Ratatouille. Ich mag so große Geschosse. Kirschschläge treffen bei Gegnern mit höheren Abwehrwerten auf und verringern den von ihnen erlittenen Schaden erheblich. Okay. Das heißt, da muss ich von einer gewissen... Super, der Hallöchen aber auch. Querschläge, Hallöchen aber auch. Keine Ahnung, was du von mir möchtest. Geh drauf. Und jetzt machen wir mehr Schaden, weil er quasi am Boden ist. Gefällt mir. Okay. Da gibt es nochmal gleich ein paar richtig schöne Sachen. Ich liebe Gratis-Ausrüstung. Eine Laserpistole. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir noch als vierfüßige ACs? Ah, genau. Wollte ich immer wissen. Ich glaube, die sind dafür da, wenn man quasi in der Luft ein bisschen schweben möchte. Einheiten mit füßigen Beinen haben eine höhere Ladekapazität und ermöglichen AC-Motoren mit mehreren schweren Waffen. Okay. Vierfüßige ACs können vom Boden aufsteigen, in der Luft in den Schwebemodus wechseln und so länger an einem Ort verharren. Space Test in der Luft halten dafür, alles klar. Hab verdammt lange am Ort dran, ne? Wunderbar, hey, das ist echt genial. Und damit kann man es wieder abbrechen. Das ist praktisch. Ich muss sagen, ist wirklich praktisch. Und blub. Langsam sagen, Beschuss aus schweren Waffen wie Granaten zeugen mehr Rückstoß als andere und zwingen AC eine Feuerhaltung. Da Vierbeine in der Lage sind, diese Art von Rückstoß zu absorbieren, können diese Angriffe in der Bewegung mehrfach genutzt werden. Das ist ja gerade so einiges, okay. Also ich kann den Bollock schnell nutzen. Theoretisch. Hallo, Bollock? Doch nicht. Explodiere doch. Wunderbar. Sie haben kaum getroffen. Und mit dem kleinen Antrieb am Poppes. Yippie. Das Schlimmste was möchte ich dir, eine große Höhe zu halten, einen Schubbahn zu finden, sie ohne geografische Hindernisse zu erfassen. Okay. So in etwa. Hallo? Ey, 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 ey. Und bam, so. Ich wollte gerade schon fragen, noch nicht kaputt gegangen oder wie? Doch. So ein bisschen in der Gegend rumschweben hat schon was. Eine mobile Kampfplattform, wenn man es mal so sagen möchte. Granatwerfer. Nice, nice, nice. Und Nummer 1 oder Panzer AC. So, bin ich gespannt. Mit dem hatten wir ja schon mal das Vergnügen. Einheiten mit Panzerbeinen haben eine schwere Rüstung und eine höhere Ladekapazität.
eignen sich nicht nur für sehr robuste Konfigurationen, sondern sind auch für hohe Feuerkraft geeignet. Panzer-ACs können den Rückstoß sehr schwerer Waffen absorbieren, ohne eine Feuerhaltung einhalten zu müssen. Nice, okay. Auch wenn die Steuerung für mich immer noch etwas komisch ist, gebe ich zu. Ah. Wup, wup, wup. Oh ja, mit Doppelgatling. Oh Gott, mit Doppelgatling. Wie geil ist das denn? Okay, ich glaube, ich verstehe jetzt, wie man lenkt. Ja, hab's verstanden. Driften. Man kann auch driften. Und einmal so, einmal so. Ja, die halten wesentlich mehr aus. Die halten sowas von mir aus. Okay, alles muss nachladen. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Wir müssen. Oh Gott im Himmel. Oh Gott im Himmel. Ich witze, ich hab. Okay, dann funktioniert es doch nicht so, wie ich gedacht hätte. Okay. Weg mit dir, weg mit dir. Ich muss immer ein bisschen gucken, wo ich gerade rumfahre. Also, eine etwas komische Art und Weise, mit dem Panzer zu steuern. Also quasi nicht nach links und rechts laufen, sondern nach links und rechts einschlagen. Vertikale Raketenwerfer. Oh, nice. Noch mehr Training hinzugefügt, bitte was? Oho. Weiterbildungsqualifikation für Söldner. Ja, 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 ja. Gerne doch. Ich nehme alles sehr gerne mit. Auf welche Mission musst du mit feindlichen Verstärkungen und anderen unerwarteten Entwicklungen rechnen? Vorgestellte Söldner können sich an verschiedene Gefechte angleichen, okay? Oh Gott, das ist meine Konfiguration. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und zack, und zack, und weiter, und husten. Und da ins Gesicht schießen. So, okay. Wo ist der nächste Gegner? Aua, aua. Komm, ausweichen, ausweichen. Oh, das ist so einer. Das ist so einer sogar. Okay. So, dein Schild ist weg. Der Rest ist auch von dir weg. Huhuhuhu. Und zack, zack. Wunderbar. Weiß abschießen, wunderschön, immer schön rein, immer schön rein, immer schön rein. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Ja, Nahangriff bringt doch ziemlich viel, muss man sagen. Au, au. Okay, passt. Die nächsten, die nächsten. Ab, du bist gleich sowas von hinüber. Deswegen kriegst du gleich nochmal was ab von mir. Komm, 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 komm. Zack, die nächsten zwei. Die nächsten zwei, die nächsten zwei. Ja, du bist einfach quasi schneller. Hallo, ich hätte gedacht, das reicht schon aus. Aha, nicht mit mir, nicht mit mir. Wo bist du? Da bist du.
Schade. Am Abbrechen, am Abbrechen. Ich meine, so funktioniert es auch. Ist eigentlich nicht so. Congratulations on your certification. You have proven your skills by completing the entire combat training regimen. Registration number RB23. Call sign, Raven. All Mind anticipates excellent performance. Ist abgeschlossen. Okay, danke schön. Das Emblem habe ich bekommen. Das war's. Das war's. Okay. Das ist die Leistung. Arena hat sich jetzt auch nicht mehr was ergeben. Dann gucken wir nochmal. Und es sind es mehr Teile, die man kaufen kann. Vertikal. Schießt nach oben. Okay. Das heißt, ich habe jetzt effektiv keine Teile für die Montage bekommen. Sehe ich das gerade richtig? Ah, doch, hier, hier, hier. Entwickelt Hochleistungsgewehr. Seine Munition wird durch einen elektromagnischen Antrieb beschleunigt. Die Stärke der Ladung der Waffe, desto schneller ihre Patronen und höheren Schaden. Aufladen ist das okay. Laserpistole. Von einer Laserpistole, die eigentlich ein Mini-Lasergewehr und unvergleichbar gut zu handhaben ist, durch die Seifen, wenn sie aufgeladen wird. Okay, das ist schon mal jetzt schlecht. Von Dax Coin ist das entwickelte Granatenwerfer. Die Granaten explodieren kegelförmig mit Fokus auf den Ausschlagspunkt, was mehrere Ziele in einem größeren Bereich hohen Schaden zufügt. Das Ding dazu wäre schon recht cool. Ich brauche noch eine Nahkampfwaffe nebenbei noch auf jeden Fall. Oh. Wenn er trifft, trifft er, wenn nicht, nicht. Ich glaube, der Vertikal wäre hier recht gut. Ja, da habe ich noch ein bisschen mehr Boost-Tempo, das ist in Ordnung. Brauchen wir noch. Oho, okay, der Aufschub wird ein bisschen schlechter, aber die Art des Schubs wird besser. Machen wir. Nahkampf, überwältigen Sie sehen, Hilfe im Nahkampf, Fernkampf ist schlecht. Okay. Da ich weiß, in welche Mission wir uns stürzen, werden wir mal gucken, dass wir ein bisschen in den Nahkampf investieren. Gewicht wird wesentlich besser. Okay. Die Kapazität wird schlechter, aber wir brauchen eh nicht so viel. Also geht nach oben. Ja, wir bauen dich einfach mal ein. Das passt soweit. Dann sagen wir, wir benötigen... Ich hätte wirklich gerne den Granatwerfer links dran. Dann bräuchte man noch eine Nahkampfwaffe. Wie viel kostet denn eine Nahkampfwaffe für der linke Arm? Gibt es was überhaupt? Ah, nee, warte, nur für die... Was haben wir denn? Moment, Moment. Einen Augenblick. Wir haben jetzt die Waffe links und rechts nur das Gewehr. Das heißt, rechts bräuchten wir... Wir brauchen... Rechte Armeinheit. Da bräuchten wir eine Klinge, wenn ich rechts diesen Bollock hinbauen möchte. Okay, rechte Armeinheit. Rechte Armeinheit. Laden, kaufen. Rechte Armeinheit. Besitzt aber keine Nahkampf. Was? Okay, dann müsste ich finden. Dann kann er nur links eine Handwaffe haben. Das ist ein bisschen unschön. Bräuchte ich jetzt Kohle, da was zu reißen. Oh. Wollt ihr mich vergackeiern gerade? Gerade wenn ich den auf der rechten Seite noch dran habe. Rechter Arm Bollock, okay. Rechter Arm Bollock. C. Ah, ich doch. Das ist doch dumm. Das ist so dumm.
70.000. Was bekomme ich denn bei der Arena? Okay, alles klar, alles klar. Dann machen wir es mal so. Wir testen die nochmal aus. Da die Laserpistole rein. Dann gucken wir das doch mal an. Zack, wir sind ja schon qualifiziert, aber ich möchte ihn bitte nochmal besiegen. Wenn schon, denn schon. Denn ich gebe zu, die nächste Mission habe ich jetzt schon ein paar Mal probiert und es funktioniert nicht mit nur Fernkampfwaffen. Ich sag mal so, ich krieg's sicher nicht, bin ich gut genug. Deswegen brauche ich eine Nahkampfwaffe, aber auch noch eine bessere Fernkampfwaffe. Subject AC. Sorle. Main System activating combat mode. Zweimal müsste ich ihn besiegen, dann müsste es funktionieren. Sorle. Gib mal ein bisschen Gas. Sagen, Junge, Junge, oh, oh, okay. Schade. Dafür ist ein bisschen zu. Okay, so bekommen. So bekommen wir sowas von. Ich muss nur nah genug rankommen an ihn. Aha. Sordle passt. Der Bollock ist schon stark. Der Bollock ist stark. Dankeschön. Ich überlege gerade wirklich, ob es sonst geht, aber ich möchte mal sehen. Ich möchte die Option haben, umzuschalten. Dankeschön. Eine Minute gebraucht. Das ist recht gut. Gucken, was mit 70 war es. Wir brauchen ungefähr 70.000 für die Aktion. 40, das müssen wir noch einmal machen. Passt. Yep, einmal starten. Danach haben wir es aber hinter uns. Wir können erfolgreich weitermachen. Über 300 Schuss bei Laserpistole ist natürlich nicht schlecht. Ist überhaupt nicht schlecht an der Stelle. Arena Combat Aptitude Evaluation. So, wir fingen ihm direkt ins Gesicht rein, würde ich sagen. So, ich hab... Nein. Das ist schön, wenn einem der eigene Rechner Probleme bereitet. Wenn man zu oft Shift drückt, kommt nämlich direkt immer die Warnung. Mist. Okay. Okay, es ist jetzt ein bisschen... Ja, dazugelernt. Aber... Bei mir schaut es nämlich genauso aus. Na komm. Macht nichts, der schaut noch schlimmer aus als wir. Ich wollte gerade sagen, Junge, das war's. Gegner zerstört. Wunderbar. Diesmal habe ich mehr Schaden genommen, gebe ich zu. Aber ich wollte es einfach nur quasi hinter mich gebracht haben.